Aber hier der Titel, ich wundere mich, wie der sich doch behauptet. Also könnte man heute auch noch mal nehmen. Den gibt es auch als Teppich, der wurde gewebt in Österreich. Und noch ein anderes Motiv als große Wandbehänge. Und als Schlips gab es das auch. Habe ich dann untersagt, wenn man das nach so vielen Jahren wieder sieht, kann man an manchen Stellen richtig staunen, wie ein da so das Ding ausgerutscht ist, der Stift. Gut, in gute Richtung. So. Karibik, Puerto Rico. Da habe ich das alles nur geschrieben, wusste gar nicht, wo das ist. Und dann später bin ich 2 oder 3 Mal dort gewesen. Karibik, tolle Sache. Auch ein bisschen warm. Lissabon, ja, auch schön. Wie gesagt, das hatte ich früher alles gar nicht gesehen, kannte ich nur von Postkarten. Inzwischen weiß ich, wie es geht. Korsika. Da war ich noch nie. Müsste man auch mal hin. Und keine Zeit, immer keine Zeit. Nee, also da kann ich halt noch dazu stehen. Muss ich mich nicht verstecken, glaube ich. Ach, hier für die Kinder, Pippi Langstrumpf. Für Kinder wird ja viel, auf Kinder wird viel Wert gelegt auf dem Schiff, dass sie betreut werden, dass die Eltern juxen können. Ah, hier, das ist Arche Noah, das war für die Presse mal ein Geschenk. Gutes Blatt, gutes Papier, geringe Auflage. Warum Arche Noah? Erzählen Sie mal was. Ja, es ist ja diese Schiffsidee, das ist ja dieser Clubcharakter und eben dort, falls irgendwo mal die Welt untergeht, da flüchtet man sich eben auf die Arche Noah oder auf die AIDA. Also, es hatte sowas, weil das ja, also zumindest der Erfinder hat so gedacht. Der erste Kapitän, da ist er ja noch, dem ich gefahren bin. Den ersten Kapitän, den ich gesehen habe. Nee, erstaunlich, was ich da so hingeschmissen habe. Die Originale müsste ich mal wiederfinden. Vielleicht klappt es irgendwann. Wenn ich aufgeräumt habe, will ich schon seit 30 Jahren aufräumen, will ich seit 30 Jahren.